allen Dingen bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit der Story jetzt weitergeht. Also dieser Rockwood und dieser Rockneck, oder wie der da heißt, die scheint es ja ganz schön Faust in den Ohren zu haben. Ich meine, den Kobold kennen wir ja vom Anfang in der Bank von Gringotts, aber diesen Rockwood, der mit seinem komischen Partner, bin ich mal gespannt. Ob wir uns denen noch richtig zur Brust nehmen können. Geil, wir sind schon Stufe 8, ey, nice. Perfekt. So. Jetzt sind wir hier. Wieder zurück. Okay. Was machen wir jetzt? Oh, neuer Auftrag. Und Eulenpost haben wir sogar. Oh, vom Professor Fickidifick. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Ah ja. Okay. Ist schon mal eine schöne Sache. Also wir kriegen auch Post jetzt von den Lehrern und Konsorten. Oh, cool. Das ist nice. Oh, Nachricht lesen mit. Oh. Ja, die haben wir schon gelesen, Alter. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt keine Nachrichten lesen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt mal gucken. Das ist ja die Hauptaufgabe jetzt. Was, noch so alles abgeht. Und ich denke mal, wir haben jetzt auch ziemlich an Aufgaben, denen wir uns widmen können. Ja, wie ich schon gesagt habe. Okay, nice. So, jetzt ist dann noch die Frage, haben wir noch irgendwo anders noch Aufträge? Nee, da ist nichts, da ist auch nichts. Da auch nicht. Das ist halt wirklich dumm, dass wir die Nebendinge wirklich nicht so angezeigt kriegen. Aber gut, was soll's, ist ja jetzt nicht die Welt. Da würde ich mal sagen, wir gucken jetzt erstmal, was diese Nebenaufträge herbringen. Gehen wir mal zu den weit entferntesten. Deidelischen Schlüssel. Nelly Oxbeier ist im Verwandlungshof und scheint sich über etwas zu freuen. Ich frage mich, warum er so aufgeregt ist. Zack. So. Runde Nummer 1 schon mal, wo wir uns jetzt annehmen werden. Die neuen Nebenquests warten, Freunde. Revelio. Warum sitze ich eigentlich... Achso, ja, stimmt. Man sollte Revelio spammen. Du kannst nicht Champ werden, wenn du nicht weißt, wie man Revelio spammt, ne? Nicht so wie ein Pokémon mit Top-Genesung, sondern Revelio die ganze Zeit. So, perfekto. Zack, 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 Treppe hoch. Ab in den Sack, zack, zack. Okay. Hat er viel gebracht? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, kann ich. Ich meine, wenn ich so durch die Gegend laufe, dann weiß ich es ja schon. So, Kerker von Slytherin. Der geht schon so komisch die Treppen hoch, ey. Das ist schon hammerhart. Erstmal die Tür angucken. Wie ging das nochmal? Drücken. Ja. Schön. Okay. Ist es jetzt Nacht oder am Tag? Das war jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich glaube, es ist Tag, oder? Ich meine sogar, es ist Tag. Ich gehe mal stark von aus, es ist Tag. Es ist Tag. Okay. Die Eintracht Pfützensee. Ach, wer kennt nicht die geile Nationalmannschaft der Eintracht Pfützensee? Geil. Einfach nur geil. Ich schlag mich kaputt. Okay. Ich will wissen, was diese komischen Rätsel auf sich haben. Ich wette, das ist einfach. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht großartig daran jetzt aufgeilen, weil ich will diesen Nebenauftrag machen. Öffne die Tür.
So. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Wollen wir die wirklich ansprechen? Naja. Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Hört sich ja sehr interessant an. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Stimmt, Poltergeister können eigentlich alles, ja. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Okay, die ist mir eindeutig zu neugierig. Okay, ich guck mal. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Gehört? Wie hören sich ich den Schlüssel an? Ich wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ja, aber wie soll ich den Schlüssel hören? Das ist saugeil. Das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, du musst einfach nur einen Geist sehen. Ja, komisch. Wobei, die Chance ist höher, einen Geist zu sehen, als dass du einen Schlüssel hörst. Okay, gut. Dann machen wir mal die Nebenaufgabe der daedalischen Schlüssel. Oder der daedalischen Schlüssel, oder wie, ich habe jetzt wieder vergessen, wie die das genannt hat, richtig. Und schauen wir mal, was da in diesen Schränken da so verborgen ist. Vielleicht haben wir Glück und es gibt ja einen riesen Batzen, EP-Punkte oder sonst was. Ach, oder es kann sein, dass es wie die Schlüssel aus der Steine Weisen sind, dass die mit Flügeln ausgestattet sind, dass man sie flattern hören. Das ist vielleicht eine Alternative, wo ich mir gefallen lassen würde. Wäre bestimmt nicht schlecht. Der Professor Black hat einfach keinen Bock, Tür zu entzaubern. Vielleicht kannst du mir helfen. Blummi, den machen wir als nächstes. So. Da war doch eben... Ah. Revelio. Nein, nicht Revelio. Ach hier. Zack. Oh, 10 von 15 Seiten haben wir schon. Das ist nice. Revelio. Kochen ohne Magie ist ganz schwer. Alter, es gibt nichts Geileres wie Kochen, ey, wenn man es richtig kann und macht und tut. Da ist halt Experimentierfreude gefragt, ne? Also ich habe auch schon da gehockt und habe mir überlegt, okay, was kochen wir heute? Was koche ich heute für mich allein? Weil ich bin ja allein. Und da habe ich mich auch schon ein paar Mal schon gefragt. Dachte ich mir, geile Sache. Ach, das war das gewesen. Jetzt wird mal gespannt, ob das funktioniert. Wo ist das für die zwei? Die zwei müsste dementsprechend dieses Ding sein. Wenn es jetzt stimmt. So, das Einhorn ist die 1, müsste die 5, sonst brauchen wir die 6. Was davon könnte die 6 symbolisieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hydra 10, Spinne hat 8 Beine. Salamander 4 Pfoten. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir mal den Vogel. Der ist hier gar nicht. Scheiße. Das finde ich noch heraus. Das finde ich noch heraus, ey. Das kriege ich auf alle Fälle noch.
Naja, um jetzt nochmal aufs Thema zurückzukommen, Kochen ist eine richtige Magie, wenn man weiß, wie man das anstellt. Von daher... Okay, der Piefst ist wirklich nervig. Aber das ist auch, glaube ich, auch in den anderen Dingen gewesen. Oh, sorry, Leute. Oh, ich finde, es ist ja schön, wenn, wenn die Erkältung weggeht, aber ich finde es halt immer blöd, wenn wirklich alles rauskommt. Ausgerechnet mit einem LP kann ich das gar nicht gebrauchen, ehrlich gesagt, aber... Wie gesagt, ich will ja auch, dass es läuft, ne? Oh, der fast kopflose Spast. Geil. Ah, Nick heißt er, sorry. Der fast kopflose Nick. So, renn um dein Leben! Lauf! Lauf! Ha! Okay, da ist jetzt auch nichts Interessantes. Aber wir haben den Astronomieturm entdeckt, das finde ich nice. Da geht's auch noch hoch, okay. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Okay, also folgen. Ah, jetzt wird's interessant. Meine liebe Satavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinem Kontakt in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteorschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß. Und vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen können. Frustrierenderweise hätte ich meine Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich sehr auf unsere Reise nach Chantar, Manta, später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Suchrita. Suchrita. Surita oder Suchrita oder ach, was weiß ich. Auch nicht schlecht. Lese mal geheime Tagebucheinträge. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Geil. Die müssen wir irgendwie reinfeuern. Ich glaube, ich hab's. Das Timing ist entscheidend, Alter. Mann, ey! Das ist geil. Das war es. Ja! Geil. Oh. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Wie geil. Müssen wir den Schlüssel ins Schlüsselloch kloppen, Alter. Voll auf die Ampel, ey. Wie geil ist das denn? Nicht schlecht. So. Gut, damit wird diese Aufgabe schon mal erledigt. Das heißt, wir müssen in den Verwandlungshof zurück. Ich möchte allerdings vorneweg nochmal runter zu dem Kameraden, der auch einen Auftrag für uns hatte, damit wir diese Nebenquest auch annehmen können. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, die Nebenquests, die finde ich ja bis jetzt einfach nur genial. Alter, wer kommt denn auf die dumme Idee, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu kloppen? Das ist saugeil. Hammer hat. Ah, schön. Bin immer besser in dem Laden, Alter. Geil. So, wo ist der Kamerad jetzt nochmal gewesen? Ich glaube, der war eins weiter unten, gell? Ja, ich glaube, der war... Hier. Hallo, kannst du mir helfen? Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt, folgen wir einer Schatzkarte. Ach so. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Oh. Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen.
Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Meinst du, das lohnt sich? Warum sollte ich alte Karten entschlüsseln wollen? Allein schon wegen des Wissens. Hogwarts fasziniert mich. Und du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Okay, der Typ ist nicht geil auf den Schatz. Okay, das ist interessant. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Gut. Hackets Klassenzimmer ist dann mal eine Alternative. Aber zuallererst würde ich jetzt erstmal gern den Schlüssel, die Münze abgeben, hier, wenn du was gefunden hast. Im Verwandlungshof. Und das machen wir jetzt eigentlich ganz easy. Das ist die Schatzkarte. Treppe hoch an dem Ding. Tür rein im Hof. Okay, das klingt ein bisschen total abgefuckt, aber was soll's. Können wir gleich alles machen. Jetzt möchte ich jetzt erstmal wieder mal zurück zu unserer guten, was weiß ich, wie heißt nochmal? Nein, das war er nicht. Nein, das war er auch nicht. Aufträge, genau, Aufträge. Richtig. Da möchte ich wieder hin. Bevor wir jetzt mit Professor Fick unserem... da gebe ich einen Fick drauf. Nein, bevor ich... Oh, der Ronan. Will auch was? Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? 7 bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sehen das sicher anders. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Also klingt, als hätte er einen richtig beschissenen Lehrer gehabt. Vielleicht wären Sie ohne diese Erfahrungen nicht der, der Sie heute sind. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten, nun, genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Nur zu gerne. Versuchen Sie heute etwas Spaß zu haben, ja? Ich finde den Ansatz, wo der hat, sehr interessant, weil mittlerweile ist es ja wirklich so, dass es eigentlich nur noch darauf aus ist, getrimmt zu werden bis zum Exitus. Hausaufgaben bis zum geht nicht mehr. Ohne wirklich nur unter harte Bedingungen die Schüler im Prinzip zu zwingen, schnell, gut und erfolgreich zu werden. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es viel zu stur und viel zu extrem gehandhabt wird. Wenn man mit Spaß und Freude an die Sache rangehen würde und die Schüler und Lehrer und die Schüler so behandeln würde. Ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Und die Schüler und Lehrer im Endeffekt zusammen harmonieren. Weil wenn der Stoff Spaß macht, weil der Lehrer es richtig rüberbringt oder weil es einfach nur spaßig ist, dann geht man auch mit Spaß und Freude an die Sache ran. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja, konnte ich jetzt ans Maul. Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus.
Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Es gibt, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Rebellion. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht.
Revelio. Akio. Finde ich wieder geil. Okay, ich habe eben gemerkt, dass die Aufnahme... Boah, scheiße geil. Ich habe eben gemerkt, dass ich auf den Knopf gedrückt habe. Stepp, aber... Ich hoffe, da war jetzt nicht zu viel von meinem dummen Gebabbel weg. So. Fuck, Alter. Fast. Ich kann mir vorstellen, dass die später noch richtig asozial werden. Alter. Ja! Alter Schwede, ey. Knackig. So. Ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viel von meinem Gebabbel weg gewesen ist. Das werde ich aber auch im Nachhinein merken. Ansonsten werde ich es wiederholen. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Es ist manchmal halt wirklich blöd, mit der Tastenbelegung hier da rumzumachen die ganze Zeit. Gut. Machen wir jetzt mal auf den Weg zu Professor Fick und dann werde ich schon mal eine kurze Pause anlegen. Und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. So. Geht das? Nein. Genau nicht. Seltsam. Okay, da muss man irgendwie was machen anscheinend. Dreht sich aber gar nichts in dem Ding. Naja, gut. Und runter mit dir und links und hoch. Ich glaube, das hier geht zum Hufflepuff, kann es sein? Das würde mich zumindest nicht wundern, so wie es hier aussieht. Die unwichtigen Nebencharakter. Ja, Cold Mirror war damals auch so ein Ding. Revelio. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Ja, nein schon oder was? So, perfekt. Ich frag mich ja gerade, was der Professor Fick hier unterrichtet, gell? Lumos. Und hier ist ja auch die Dings. Jetzt frage ich mich nur, war das fucking Gemälde dazu? Fuck, ey. Also hier auf dem Scheißhaus war es auf jeden Fall nicht. Gut. Ich würde mal sagen, Leute, ich mache jetzt mal einen kurzen Break und dann sehen wir uns gleich wieder. Und werden uns dann dem guten Professor Fick anwidmen, der ja nicht weit entfernt zu sein scheint. Und haltet die Ohren steif. Bis gleich, lieber Arcadians. Und vergesst nicht, Daumen hoch, Daumen abonnieren und Scheißdreck. Wisst ihr, das ganze Spiel ist auch egal. Ist ja jeder selbst überlassen. Haltet die Ohren steif. Macht's gut und bis gleich. Ciao, ciao.